starten um 8 Uhr, geht bis um 17 Uhr. Und da gibt's, also da kommunizieren wir eigentlich all das laut, was hier Teile unserer Vorbereitung für den Handel ist. Und weil wir fast ausschließlich im Handel unterwegs sind. Genau, und das bin ich hier, der junge Herr hier, genau am Bullen, der steht übrigens hier 50 Meter Luftlinie von uns, hier die Börse in Frankfurt. Ja, wir kommen aber dazu, zu der Historie, wer wir sind, was wir machen, können Sie gerne bei uns auf der Website ein bisschen mehr erfahren. Also wie gesagt, Traders Talk, ein börsentägliches Webinar auf GoToWebinar-Basis. Besprechen wir Charts. Wir fangen natürlich an hier mit der Vorbereitung. Das macht der Kollege Alex News. All das, was wichtig ist heute, was ansteht an Nachrichten, Wirtschaftszahlen. Da kam heute Morgen schon was. Da kann der Alex vielleicht noch was zu sagen. Und danach kommt von mir zunächst mal die Marktvorbereitung hier anhand der Charts. Wir besprechen und handeln auch größtenteils selber hier den DAX, den Eurostoxx, den Bund, auch den Bobl, den Fünfjährigen, den S&P, die Nasdaq. Das sind so eigentlich unsere Märkte, in denen wir aktiv sind und handeln da die Futures. Ja, das zu dem, wer wir sind, was wir machen. Wie gesagt, falls Sie Gefallen daran finden sollten hier an dem Webinar, dann können Sie sich gerne kostenlos und unverbindlich bei uns auf der Website registrieren für Traders Talk und da 14 Tage einfach mal reinschnuppern. Das ist hier die professionelle Marktbegleitung. Und da geht es eigentlich darum, zu wissen, was, wieso genau, was in welchem Augenblick am Markt passiert. Ne? Unabhängig davon, ob man jetzt auf irgendwelche News oder irgendwelche Gerüchte handelt, die den Markt oder die Kurse bewegen können. Aber es geht darum, dass man eigentlich immer up to date ist, in dem Augenblick, wo was, wenn was passiert. Ne? So, das jetzt als Einleitung von meiner Seite. Ich übergebe jetzt an den Kollegen hier, den Alex, und der macht jetzt erstmal hier die Morning News, genau, und dann übernehme ich und mache dann weiter hier mit der Marktbegleitung. Ja, also auch einen schönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Alex Meyer und die Overnight News. Ja, wir haben eigentlich doch relativ viel Bewegung. Das war gestern Vormittag ein bisschen anders. Da hatten wir eher Seitwärtsbewegungen, sind dann allerdings nochmal kräftig nach unten. Warum? Zum wirklichen Grund gibt es nicht. Man wartet natürlich heute auf die Zahlen 13:30 Uhr. Also 13:30 Uhr, nicht 14:30 Uhr aus den USA. Habe gerade nochmal einen Analysenkommentar gelesen. Da heißt es, können nicht unterschätzt werden. Die Zahlen sehr, sehr wichtig. Verbraucherpreise aus den USA. Und da ist man natürlich entsprechend nervös. Hat gestern erstmal abverkauft, ohne neue Nachrichten oder News. Da gibt es also nichts zu erzählen, sozusagen auch kein Notenbanker, der da gesprochen hat. Und dann haben wir uns erholt, ja, so eine längere Umkehrformation gebaut bis 17 Uhr und seit der Steinwehr wieder mehr oder weniger. Heute Morgen dann gleich wieder Gewinnmitnahmen. Also, das ist es im Großen und Ganzen, auch wenn wir da heute Morgen schon Zahlen hatten. Ich kann Sie da beruhigen, muss Sie nicht damit totschlagen. Die Verbraucherpreise aus Deutschland waren wie erwartet. Und dann hat man noch die Durchschnittseinkommen aus Großbritannien, die waren jeweils 0,1 niedriger als erwartet. Die sind durchaus wichtig, also sorgen gerne mal für Bewegung. Haben heute Morgen auch für Bewegung gesorgt, möglicherweise allerdings in die falsche Richtung. Also die Zahlen waren eigentlich ein bisschen niedriger, wäre eher positiv gewesen, aber wir haben es wie so oft. Ja, wenn die Amerikaner über Nacht steigen, dann verkaufen die zittrigen Europäer gleich wieder am Morgen die Stücke ab und die Amerikaner sanken dann am Nachmittag wieder ein. Also das ist zumindest so ein Skript, das wir immer mal wieder sehen. Und ja, damit kurz nach Asien heute Morgen, da ist auch nicht allzu viel passiert. Auch die warten natürlich auf die Verbraucherpreise. Wir haben weiterhin eine Diskussion in Japan, wann sie endlich da mit ihrer ultralockeren Geldpolitik aufhören. Da wird aber von den Notenbankern auch nicht allzu viel Verwertbares gesagt. Also im April ist es wohl soweit. Und was die westlichen Notenbanken angeht, da tippen inzwischen die allermeisten, dass im Juni da was passiert. Das ist es mehr oder weniger, dass man momentan wissen muss. Hängt natürlich alles von den Daten ab und davon gibt es dann heute Nachmittag nochmal, wie gesagt, sehr, sehr wichtige. Das ist es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ansonsten erwarten wir jetzt heute auch nicht mehr allzu viel an
News eigentlich gar keine mehr. Also damit geht es dann 13.30 Uhr weiter. Es sei denn, es kommt was Überraschendes und das kann man ja nie ausschließen. Aber damit bin ich dann erstmal durch. Wünsche Ihnen viel Erfolg und bis gleich dann. Ja, genau. Die wichtigsten Zahlen heute Morgen gab es schon um 8 Uhr. Ja, da stellt man natürlich den Wecker dann danach. Verbraucherpreise, die kamen inline. Alex hat es eben schon erwähnt. Verbraucherpreise aus Deutschland und auch aus England kamen Zahlen. Mag komisch klingen, aber die haben nach wie vor Einfluss auf uns. Ja, hat sicherlich damit zu tun, aus der Gewohnheit, aber auch, dass da in England halt relativ viele Institutionelle sitzen. Aber wir haben hier Durchschnittseinkommen gehabt aus England, die waren ein Ticken besser, jeweils 0,1, sowohl im Monat als auch aufs Jahr. Nee, das waren alles Monatszahlen. Hat aber jetzt hier nicht keine großen Effekte, die Bonds leicht gesucht, ja. Genau, das waren so die Zahlen heute und damit gehe ich auch über hier in die Vorbereitung, was die Märkte angeht. Also wir schauen uns den DAX, wir versuchen die Märkte oder wir gehen an die Märkte ran aus dem großen Bild, hier aus dem Daily und aus der Stunde. Und sehen hier im DAX Future, dass er hier an einer kompletten Umkehr arbeitet. Die hat hier oben natürlich mit dem All-Time High begonnen bei der 17.925 gestern unten gehalten hier, und zwar bei der 672 des Tiefs. Sie sehen hier rechts unten, das ist das ein FIBO-Level, die 23,6%. Das ist ein erstes FIBO, was Unterseite ist das Tief vom 7. März, das ist die 16.674, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das an das aktuelle All-Time High, an die 17.925, also Tief 7. März, hoch hier All-Time High, hat der Markt gestern punktgenau fast aufgesetzt. Das war hier auch so kommuniziert worden. Also das spricht hier für nach wie vor vorhandene Stärke und Kaufinteresse. Und das hat man dann auch gestern gesehen. Das sah zwischenzeitlich mal so aus, hier mit der Nackenlinie hier. 17.769. Zunächst mal hat der Kollege hier gesagt, das sieht so ein bisschen nach einer Schulter-Kopf-Schulter aus. Die rechte Schulter, die hat dann nicht mehr so gewollt, also dann eher mal dann eine Umkehrformation mit Nacken, die eben hier die 17.769 und die haben wir gestern dann nach Kasseschluss auch rausgenommen. Ja, und heute hier mit einem kleinen Gap eröffnet, 17.800 unten, 801 und hier das aktuelle Tief, die 809. Was er jetzt, das ist hier alles asiatischer Handel oder vorbörslicher Handel jetzt. Hier oben ist er, da war ich schon am Markt, habe mir das angeschaut und da auch entsprechend, da hat jemand zwischen oder kurz vor 8, Viertel vor 8 hier oben über dieses kleine Horizontalniveau 8,73, 8,75 drüber gepusht, hier relativ viel Volumen hier gehandelt und dann sagt der Markt, also dieses Level, das hat er jetzt auch erstmal abgearbeitet, also bleibt auf der Oberseite noch, um diese Umkehr auch zu komplettieren, das All-Time High bei der 9,25. Frage ist, okay, unten das kleine Gap, kann er das, will er das schließen? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, nachdem er hier oben erstmal gescheitert ist, hier unten das Gap zu schließen, also Tagestief 09 und dann 17.800. Für mich wichtig im Setback, falls er nochmal weiter zurückkommt hier, diese Nackenlinie, von der ich gesprochen habe, die 7,69, ne, dass das hier unten Auffangbecken sein kann, um dann oben nochmal anzugreifen. Ja, das eigentlich zum DAX, der hat relative Stärke zum Eurostoxx, auch heute hier. Ne, hier da oben mit dem aktuellen Hoch fehlen da knapp noch gute 40 Punkte bis zum All-Time High. Also da ist der DAX insgesamt im Vergleich zum Eurostoxx relativ stark und dem widmen wir uns jetzt. Dem Eurostoxx, wir sehen das hier, viele von unseren Kunden, gerade am Anfang zeigen die mir so ein bisschen verwundert, wieso Eurostoxx, weil das der Benchmark-Index ist in Europa, den haben alle Institutionelle auf der Agenda, von daher muss man den mit betrachten, ob man den auch mithandelt, das ist jedem selber überlassen, ist ein bisschen ruhigeres Fahrwasser,
liquider. Genau, so jetzt schauen wir jetzt hier den Eurostox an, gestern eigentlich konsolidiert hier nach den Abgaben vom im späten Handel am Freitag. Abgaben gestern hier unten konsolidiert und hier auch eine schöne Umkehrformation. Sie sehen das hier mit Nackenlinie hier, die 4944, auch das hier von uns erkannt. Gut, das hat er gestern nicht mehr umgesetzt, setzt er heute Morgen um. Also wir haben das Tagestief hier 4944 an eben dieser Nackenlinie. Von daher ist das hier im Setback, sollte eigentlich einen guten Support bieten im Eurostoxx, falls es in die Richtung geht. Nach oben hin dann die Szenarien, oben hier die erste Marke 4,79, 4,973 und dann ganz breites Ziel- und Widerstandsband oben 4,985 die Unterseite und dann das Kontrakthoch bei der 4,996. Auch hier werden Sie sehen, auch hier hat der Markt gestern an dem ersten oder dem minimalsten FIBO gedreht, auch hier die 23,6%. Tief müsste ich nochmal schauen, aber auch das Tief vom 7. unten das Tief vom 7. März hoch dann angesetzt an die 4,96, da hat er unten gedreht, gestriges Tief im Eurostoxx die 4,915, aber Sie sehen es hier, in der Stunde gilt das als gehalten, weil der Markt nie unter dieser 19 geschlossen hat, von daher ist diese Unterstützungszone nach wie vor oder auch durch die Bestätigung gestern umso wichtiger, ne? Hier der Bereich 4,925, 4,915. Wie gesagt, die erste Marke hier, die 4,944, die interessiert jetzt im Setback, falls es in die Richtung gehen sollte. Das sollten eigentlich die Bullen versuchen zu verteidigen und dann oben dann nochmal mit Herausnahme des Tageshochs dann nochmal oben anzugreifen. Ne? Die Marken habe ich oben genannt. Das ist eigentlich das Bild im Eurostoxx. Und Sie sehen, wenn ich hier von relativer Stärke im DAX rede, dann geht es einher mit einer relativen Schwäche im Eurostoxx. Der war jetzt hier mit dem aktuellen Hoch hier noch ja, gefühlt ewig weit weg hier von dem Kontrakthoch bei der 4,996. Also da ist der DAX ein bisschen der Outperformer im Vergleich dieser beiden Indizes. Ne, das zum Eurostoxx. Schauen wir uns jetzt mal die US-Märkte an. Da muss ich dazu sagen, für all diejenigen, die handeln, spätestens seit gestern eigentlich der perfekte Tag zum Rollen. Wir haben ja Verfallswoche, genau, Triple Witching hier am Freitag, relativ früh dieses Mal. Also Freitag ist großer Verfall und die US-Aktienindizes, die rollen in der Regel früher, am Montag in der Verfallswoche. Also wir handeln jetzt und besprechen hier auch den Juni-Kontrakt, sowohl an der Nasdaq als auch im S&P. Und den S&P schauen wir jetzt an. Und hier war gestern auch mit dem Tief hier unten auch hier dann eine SKS, ne, Schulter, Kopf, Schulter, die sieht im S&P am schönsten aus. Und die wurde aber gestern noch im späten US-Handel gebrochen. Also hier Nackenlinie, so gefühlt die 5191. Nach oben hin, genau, die hat er dann rausgenommen. Also die SKS hier ist jetzt im Laufen. Von daher sollte eigentlich der Bereich hier 5,196, 5,191 guten Support bieten, um dann oben, ja, ob es da ein V-Shape wird, ob es da hier eine Umkehrformation, ein großes V wird das wäre hier oben komplettiert natürlich am Kontrakthoch, am All-Time High bei 5,257 ein Viertel. Da ist noch ein bisschen Wegstrecke oberhalb des aktuellen Hochs, der 5208, die 5218 hier, die noch ins Auge springt. Danach haben wir hier den Bereich 3133, ein Ex-Daily High und ein Naked Pop, wenn ich das nicht alles sehe. Das wären die nächsten Marken und dann natürlich das All-Time High hier oben. So viel zum S&P und jetzt nochmal ein Blick an die Nasdaq. Die hat gestern zumindest mal mit Beginn der Kasse kam ein bisschen unter Druck. Da war Schwergewicht, Index-Schwergewicht Nvidia hier ein bisschen belastet hat, aber das war da zwischenzeitlich, glaube ich, über 3% im Minus, aber das hat sich dann die Aktie doch noch berappelt. Auch hier diese Umkehr, wenn man das so sieht, hier mit Nackenlinie um die 18.300 erst im frühen asiatischen Handel jetzt nach oben aufgelöst.
Da bleibt zu schauen, ob jetzt hier der POC mit diesem Level, also 18.300 mit dem POC bei 289, Support bieten hier, um weiter oben anzugreifen. Erste Orientierung hier oben 396, 418. Also, die Nasdaq so ein bisschen der Underperformer unter all den Indizes. So, jetzt komme ich zum Bund. Ist und bleibt eigentlich so das Sorgenkind. Also der Inflation geht in die richtige Richtung. Nichtsdestotrotz, Bund kommt irgendwie nicht so richtig von der Stelle. Gestern mal mit einem einem schönen Hoch hier, aber Sie sehen, das war mit der Kasseöffnung oberhalb so eines letzten Hochs, aber der 133,96 nicht ganz hier an das Kontrakthochrand, die 134,15, aber gleich mit dieser Reversal Candle, dann hat eine ganze Zeit lang hier dieses Horizontalniveau bei der 69 Support geboten, aber nach hinten raus hier mit dem späten US-Markt, da kam auch der Druck sowohl aus dem US-Markt als auch ein bisschen vom BTP, vom italienischen 10-jährigen Future, sodass wir unten hier eine Unterstützung getestet haben, sogar einen Ticken drunter, gestriges Tief 133,21, Upside die 31, das kann heute, könnte Support bieten. Erste Marke auf der Upside, die jetzt interessiert ist, hier die 133,50, geht es da drüber, dann wie gesagt die 69,70, die interessant ist. Unterhalb des Tiefs hier hat der Markt erstmal Platz in dem Bereich. Was sind hier? 132,95, 132,86. Das wären so die nächsten Marken im Bund auf der Unterseite. So, das ist so die Vorbereitung, wie wir den Markt sehen. So, DAX kommt weiter zurück. Wie gesagt, hier ist das Gap noch offen im dem Eurostoxx ist ein Tick, also 43, 44 hier im Eurostoxx und im DAX aktuelles Tief die 808, nicht die 809, sorry, unten dann die 17.800, diese Kurslücke, die es zu schließen gibt. Also das ist es für den Moment. Dann warten wir jetzt hier mal auf die Kasse ab und dann melde ich mich gleich. Ja, ich hatte hier morgen hier mal um 8 Uhr. Naja, nicht Spaß ist halt, wie gesagt, die Gaps sind erstmal uninteressant, aber da sind wir jetzt quasi dran und das sind meistens dann auch eigentlich gute Unterstützung. Die Frage ist natürlich, machen wir es gleich zu oder drehen wir nochmal vielleicht auf der 808. Der Eurostoxx hätte noch ein bisschen Platz. Wir hatten übrigens schwache Zahlen von Porsche, die kamen um 8 Uhr, haben wir ein bisschen unterschlagen. Muss ich sagen, normalerweise spielen die eigentlich nicht die große Rolle, aber die haben einen schlechten Ausblick gebracht, sind minus knapp 5% und drücken damit natürlich auch die anderen Autowerte nach unten, wobei die halten sich eigentlich noch recht gut. Das ist mehr oder weniger hier alles plus minus null, die Autowerte, aber der Rest ist halt ein bisschen höher. Und die Schwäche dann doch hier teilweise auf die Porsche-Zahlen zurückzuführen. Die sind jetzt nur noch 1,5 Minus, ja. Also nach dem Geldabzug, genau. Hast du 2 minus 4,75 und so, Porsche Automobil auch. Das ist eigentlich nur die Porsche und die Schäden. Noch eine Sache, was jetzt vielleicht den DAX ein bisschen zusätzlich belastet, jetzt hier auf dem Weg nach unten. Porsche kam mit Zahlen und da belastet, die kam heute um 8 Uhr. Und da belastet der Ausblick die Aktie, also die, weiß ich nicht, ob es die Vorzüge sind, hier knapp mit knapp 5% im Minus. Also das vielleicht ein bisschen der Grund dafür, dass der DAX hier jetzt doch hier schon ein bisschen stärker zurückkommt, ne? Fast schon am Tagestief war bei der 808. Ja. Also Porsche ist da mit dem Ausblick ein bisschen unter Druck. So, ja, ansonsten, was macht, also wie gesagt, wir sitzen hier in Frankfurt, haben unser Handelsbüro, sind hier zu dritt, beziehungsweise zu viert, macht der eine oder andere macht ein bisschen Homeoffice, ja, sitzen hier direkt neben der Börse, wir kommen, wie gesagt, alle fast ausschließlich aus dem institutionellen Bereich, haben
Da können Sie gerne, wenn Sie Lust haben, da ein bisschen was zu lesen, wer wir sind, was wir bisher so gemacht haben. Genau, da hier auf unserer Seite traderstalk.de finden Sie da ein bisschen was zu dem, wo wir herkommen, also Kollegen hier. Sven Beckmann, der sitzt hier, der macht, war unter anderem bei Axia Futures, ja, kommt hier aus Frankfurt, ist jetzt wieder zurück, nicht mehr in London, ja, der Kollege Valentin Schött, der ja auch über 25 Jahre dabei, hauptsächlich bei der Deutschen Bank gewesen, Alex Meyer, Deutsche Bank und UBS. Also hier ist richtig viel Börsenerfahrung, ja. Ich habe nach meinem Studium hier bei einem japanischen Broker angefangen, hatte das Glück gehabt, das war Daiwa Securities, so zweitgrößte damals, zweitgrößte japanische Broker, und hatte das Glück, da in ein Team reinzukommen, und bin eher eigentlich im Fixed-Income-Markt, also im Bund Future groß geworden und da meine Karriere gestartet, seit 1996 dabei. Ja, da sind mittlerweile auch andere Kontakte hinzugekommen, wie ich eben schon gesagt habe. Nicht nur Bund Future, sondern auch all die anderen Märkte, auf die man sowieso schaut. Ja, genau, das sind alles Benchmark-Indizes, ja, alle super liquide. Und das ist das, was wir machen, wie gesagt, hier aus dem Handelsbüro heraus. Was wir noch machen, ist für diejenigen, die sich interessieren, wir haben hier auch verschiedene Workshops laufen, und über diese Workshops haben wir jetzt auch zwei Teilnehmer, die uns angesprochen haben, die jetzt auch für längere Zeit hier sind, so ja, quasi eine Ausbildung machen über mehrere Monate, aber auch mal für einen Tag oder mal für eine Woche vorbeikommen, gerade hier jemanden, ein Gast aus Berlin, für eine Woche hier sitzen, Kunden, die wertschätzen das alle, ja, mal mit Tradern hier im Handelsraum zu sitzen, die ganze Vorbereitung mitzumachen, die Kommunikation und das ist, kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Also Sie können gerne mal uns anschreiben, wenn Sie ein Interesse haben, an service@traderstalk.de, da mal einen Tag reinschnuppern, das kriegen wir auch so hin, aber das ist etwas, was ich eigentlich nur jedem empfehlen kann. Also wir haben jetzt zum Beispiel, jetzt nur ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, ein Teilnehmer hier, der hat letztes Jahr einen Workshop bei uns gemacht und uns angesprochen, ob das denn machbar ist, hier ein bisschen länger dabei zu sein. Der kam dann im Rahmen der WOT hierher, so um den 22. September, ist dann für 3 Monate geblieben und innerhalb dieser Zeit hier eigentlich eine super Entwicklung hingelegt. Der hat mit Fremdkapitalkonten gehandelt, ist dann relativ schnell ins Echtgeld und hat mittlerweile da auch eine super Performance. Gestern hat er auch hier das Ganze online gestellt, bei uns hier im Skype-Chat, wie da die Entwicklung ist. Wenn Sie die Möglichkeit mal wahrnehmen möchten und da Interesse haben, hier mal bei uns reinzuschnuppern, schreiben Sie uns gerne an. Bekommen wir das sicherlich hin. Also das mal zu dem, wer wir sind und was wir machen. Und wie gesagt, so ein Handelsbüro, wenn Sie die Möglichkeit haben, mit Gleichgesinnten, ja, sich zusammenzutun, dann sollten Sie das machen, weil das Handeln alleine, gerade diskretionär, ist, ja, da gibt es so viele Unwägbarkeiten, aber das kennen Sie sicherlich selber. Das geht über die Konzentration, über die Motivation, wenn man in der Position ist, dass man vielleicht falsch liegt und sich die Position schön redet, ja, und das passiert halt, wenn man mit Gleichgesinnten ist, in der Regel nicht, ne, dann heißt es ja, wir sind hier long oder wir sind short, ja, wieso hast du dann, oder wie auch immer. Also all das sind Vorteile, neben vielen anderen auch, von einem Büro mit Gleichgesinnten.
Wenn Sie Fragen haben, dann gerne stellen. Ich sehe hier im Webinar-Chat ist natürlich dafür im Bereich frei. Irgendwas zum Vorgehen, irgendwelche Verständnisfragen. Jetzt geht es gleich los hier mit Kassebeginn. Also wir schauen hier natürlich in der Stunde, aber hauptsächlich dann auf den 3-Minuten-Chart. Unten, wie gesagt, das Gap, was noch offen ist, die Kurslücke hier, das sogenannte Overnight Gap hier, 808, aktuelles Tagestief und 801, 17.800, so diese Kurslücke existiert da. Schauen wir, ob der Markt, der DAX, die schließen kann. Im Eurostoxx ist es eigentlich nur ein Tick hier, 43, 44. Also das ist aber bereits im Eurostoxx auch von daher die wichtigere Marke, weil das so die Nackenlinie ist hier für diese Umkehrformation, also die 4,943, 44 sollten die Bullen da nach Möglichkeit im Eurostoxx auch verteidigen. Ja. So, Bund nähert sich hier dem ersten Ziel an, die 133,50. Ja. Schauen wir mal, wie da gleich die Reaktion sein wird. S&P eigentlich. Ja, der S&P ist fest, ja, nach der Umkehr, die er gestern gemacht hat, hier mit Nackenlinie 5,191. So, noch eine halbe Minute, dann macht die Kasse auf. Wie gesagt, DAX unten noch mit einer Kurslücke im Eurostoxx der Bereich 43, 44. Das ist so die Downside erstmal, ja. So, DAX ist schon dran. Und jetzt geht es auch los, ja. Also ich habe zwar hier im DAX diesen Bereich hier, die 808 bis zu 801, diese Kurslücke in grün, was normalerweise grün sind, eigentlich Unterstützung, aber eigentlich ist es hier nur das Gap, das jetzt geschlossen wurde im DAX, nicht im Eurostoxx. Also DAX ist hier so ein bisschen, jetzt ein bisschen Underperformer, ja, da habe ich eben schon gesagt, dass Porsche hier, also jetzt Kurslücke, die Kurslücke ist geschlossen, also das Gap ist zu, von daher kann ich das hier auch aus dem, so, also diese erste Horizontale da unten erstmal verteidigt, die 801, 17.800. Sie sehen, der Eurostoxx ist gesucht, also der hat hier relative Stärke zum DAX. Porsche hier so ein bisschen das Sorgenkind heute Morgen mit dem Ausblick, hat Zahlen gebracht, ist ja, gute 4,5% im Minus. Also Sie sehen hier, der DAX, wie gesagt, mit schließender Kurslücke hier. Eurostoxx ist da noch weit von entfernt. Das ist so 43, 44, so die Nackenlinie, der ganz wichtige Unterstützungsbereich im Stoxx. Bund ist oben nicht weitergekommen. Ja, hat dann hier dieses erste Niveau schon mal nicht erreicht, die 133,50. So, DAX unten erstmal verteidigt, ja, dieses Horizontalniveau, was auch eine Unterstützung darstellt, die 17.800, Kurslücke geschlossen, wie gesagt. Wieso wir die US-Märkte auch vormittags kommentieren, weil da schon Impulse von kommen können, auch vormittags, ja, das ist jetzt nicht, nicht ungewöhnlich.
Also ich zeige es mir mal ganz kurz. Das nach Schließen des Overnight Gaps im DAX hat er hier an diesem ersten Horizontalniveau gut reagiert. Hier unten die 17.801. Ja, hier aus dem Chart heraus eine erste Marke, die 17.828. Also welche Charts wir verwenden, wie auch Daily, dann Stunde und so die kleinste Zeiteinheit ist eigentlich M3. Zumindest mal was die Kommentierung angeht. Was wir hier noch sehen, ist VWAP und EMA, so ein gleitender Durchschnitt hier, den Sie im Chart auch noch sehen, falls Sie ja wissen wollen, was die Linien sind, die wir hier in M3 noch mit eingezeichnet haben. Im Eurostoxx, wie gesagt, da ist oben so eine erste kleine Marke, die 4,59 einfach hier aus dem kleinen Chartbild im S&P. Lassen wir das mal hier bei der Stunde. Ist wie gesagt, der bleibt gesucht. Tageshoch heute die 5208. Sehen wir den DAX. Ja, unten eigentlich einen schönen Entry geliefert, ja, für all diejenigen, die da unten das Gap Close, Schließen des Gaps abgewartet haben, ja. So, hier oben wäre ein erstes mögliches Kursziel für all diejenigen, die unten die 17.800 oder die Kurslücke da gekauft haben. Hier oben die 8,28 im DAX. Ja, da ist er fast schon dran. Sie sehen, S&P macht jetzt ein neues Hoch, neues Tageshoch, minimal. Gleich drüber, ja, und dann gucken wir nochmal hier. Kleines Sorgenkind, auch die Nasdaq am Tageshoch. Hier, das ist, ja, bleibt mal hier in der Stunde. Ja. Also, wie gesagt, Porsche kommt ein bisschen zurück hier, jetzt nur 3,5% im Minus. Der Frage, ob das hier auch andere Automobilwerte belastet, nein. Also die BMW nicht, wo ist denn hier Mercedes, auch nicht. VW mit einem guten Prozent im Minus, ja gut, das ist hier die Familie, die da, ja. Negativ notiert. Ne? Also VW ein gutes Prozent im Minus und die Porsche nach den Zahlen heute Morgen und dem schlechteren Ausblick, das was belastet, minus 3,6%. Also das ist der Grund hier für die relative Schwäche für die Underperformance im DAX. Ne? Und das ist gerade in der Berichtssaison, das sind so die Nachzügler, ja, alle anderen haben eigentlich schon Quartalszahlen gebracht. Das kann hier natürlich zu relativer Stärke, relativer Schwäche von dem einen oder anderen Index führen. Im Eurostoxx haben wir natürlich hier Konsumgüter, Luxuskonsumgüter, die da die Heavyweights sind, ja, über LVMH, L'Oreal und. Und je nachdem, wie diese Werte dann entsprechend notieren, ja, gibt es dann manchmal hier relative Stärke zum einen Index oder zum anderen, dass man der Eurostoxx schwach notiert, schwächer notiert zum DAX und. So, jetzt kommt der DAX ist oben, wie gesagt, nicht ganz rangelaufen hier an das erste Kursziel und ist wieder in Richtung Tagestief unterwegs, ja. Auch der Euro, der S&P oben erstmal gescheitert, ne, mit dem neuen Hoch. Ja, alles ist relativ. Müsste da den BAM ein kleines bisschen widerspringen. Also die anderen Autowerte, die sind zwar mehr oder weniger unverändert hier heute Morgen, aber eben im Vergleich zum Gesamtmarkt dann doch etwas niedriger. Da sind die meisten dann doch grün. Insofern ziehen die uns hier weiter
mehr oder weniger nach unten. Die Autowerte haben da eigentlich auch schön gehalten im S&P und auch im Nasdaq oben. Da ging es erstmal nicht mehr weiter. Ja, ansonsten haben wir hier eigentlich eine Adidas ist gesucht hier heute Morgen. Ich muss vielleicht doch noch ein bisschen relativieren. Ne? Porsche zwar mit schlechten Zahlen oder schlechtem Ausblick, kommt jetzt ein Ticken weiter zurück, aber die Tatsache, dass die anderen Automobile also bis auf VW plus minus null tendieren, ja, im Vergleich zum Gesamtindex, bei anderen Werte eher gesucht, jetzt keine Autowerte. Von daher ist der Automobilsektor hier derjenige, der belastet heute in DAX. Ne? Und wir jetzt hier wieder in Richtung Tagestief unterwegs sind. Ich zeige das gerne nochmal hier im Vollbild im DAX. Nochmal oben gescheitert hier zwischen 7 und 8 oben hier an diesem 873, 875er Level gescheitert. Jetzt hier unten am Tagestief geht es hier drunter, dann testet er die Nackenlinie bei der 769, 767. Ne? Das ist hier nach der gestrigen Bodenbildung nochmal für all diejenigen, die ein bisschen später dazugekommen sind. Also wir haben hier oben unten gestern einen schönen Boden gebildet. Ist das hier die Nackenlinie, die 768, 767, 769, die wir gestern nach Kasseschluss, von daher gut möglich, falls es hier drunter geht, dass es hier nochmal relativ schnell dann in diesem Bereich hier zum Test eben dieser Nackenlinie kommt. Ne? Falls es da, wie gesagt, unter die 17.800 fällt. Nochmal die Stunde hier, natürlich die abgelaufene Stunde sieht nicht schön aus. Erstmal hier das Fortschritt zwischen 7 und 8 und jetzt 8 und 9. Sehen das hier, wir haben oben am Hoch eröffnet dieser Candle und fast am Tief geschlossen. Schauen wir mal, wie lange das hier noch standhält, hier die 17.800, ja. Wir sind ja was überall jetzt an. Sie sehen hier, Eurostox ist am Tief, ja. Und unten der US-Markt, der S&P, jetzt macht der DAX, aber, ne, noch kein neues Low. Der US-Markt hier oben auch gescheitert, 5208, der S&P. Der testet hier unten dieses 02er-Level. Und gucken wir nochmal an die Nasdaq. Der auch gescheitert, also Sie sehen es überall hier mit Force Breaks, auch hier am Hoch um die 340, 18.340. Nasdaq erstmal gescheitert, die hat auch erstmal Platz bis hier runter. Wobei die Nasdaq nochmal ein kleines Horizontalniveau hier hat, hier um die 312, aber auch die 18.300 eigentlich unten erstmal wichtig. So, da ist die Nasdaq jetzt dran. DAX guckt runter, neues Tief im DAX, neues Tief im Eurostox. Im Eurostox ist jetzt die wichtige Marke hier die Nackenlinie 444, 443, ganz wichtig im Stocks. Also, Eurostox ist dran. Das ist eine wichtige Marke. Also, ja, das ist jetzt diese Mini-Kurslücke, die ist ja jetzt geschlossen. Ja, der hat jetzt hier durchgedrückt. Sie sehen das. Das Abendhoch gestern, das war hier die 43. Ne, Nackenlinie hier die 44. So, jetzt ist die Kurslücke auch die Mini-Kurslücke, eigentlich die Kurslücke im Eurostox zu. Nasdaq ist hier an diesem ersten Kursziel dran und sehen, S&P kommt ein bisschen weiter zurück. So, und DAX jetzt im Setback nach dem Bruch, und Bruch meine ich hier in M3, wie gesagt, kleinste Zeiteinheit, unterhalb der Nackenlinie geschlossen oder unterhalb dieses Horizontalniveaus 17.800 geschlossen und jetzt im Setback nochmal verteidigt. Ja, also DAX ist hier, ist und bleibt negativ, ja, und hat unten erstmal Platz an die
Wo ist die 69 hier? Dachte ich, hätte die hier. So, da. So, jetzt. DAX hat da unten erstmal Platz bis zur, solange jetzt hier nicht mehr über die 17.800 geht, bis zur 769. 767, 769, wie gesagt, das ist die Nackenlinie im DAX. Eurostox guckt runter. Ja, auch der S&P gut zurückgekommen. Ja, also hier ist unten. Ja, der hat noch ein bisschen Toleranz hier im Setback, der S&P Future. Ja, ja, nächste Marke hier die 5199, dann der Bereich 9691, der wichtig ist. Das ist ja dann diese Zone im S&P. Ja. Ich sehe, es sind hier heute überhaupt keine Fragen, es sei denn, ich hoffe, dass alles verständlich ist. Ja, weiß nicht, also ich sehe nichts an Fragen. Weiß nicht, wie es dir geht, Wolfgang? Ich habe auch keine Fragen, die ich dir übermitteln könnte. Also gut, ja, ich hoffe, alles verständlich, dass alles verständlich ist, ja. Ja. Aber nochmal zu den Fragen, also an die Teilnehmer. Also das Webinar lebt natürlich mit davon, dass gerade bei Missverständnis oder Unverständnis dann die Fragen auch gestellt werden im Chat. Ne? Also nicht scheuen, immer fragen, wenn irgendwas nicht zu verstehen ist. Ja, also hier gut zu sehen, DAX hier kämpft hier um dieses Horizontalniveau, um die 17.800. Na, jetzt haben wir auch im Eurostox, wie gesagt, in M3 den Bruch hier unter diese Nackenlinie. Ja, natürlich ist sowas, jetzt handelt er auch schon wieder drüber. M3 ist so wie gesagt die kleinste Zeiteinheit. Ja, natürlich, wenn dann ein Bruch in der Stunde bestätigt ist, dann ist das Ganze natürlich auch werthaltiger, ganz klar. DAX unten erstmal hier mit ja, fast einem Hammer hier, gibt hier ein Lebenszeichen erstmal. Ja. Porsche bleibt hier der Underperformer im DAX-Index. Und auch die VW. Die belasten hier insgesamt den Index stärker als das Pendant hier, den Eurostox. Im Bund eigentlich nicht viel los. Ne? Der hat oben zwar nicht hier die 133,50 da erreicht, aber da ist die Aktivität heute Vormittag erstmal relativ überschaubar. Ja. Naja, gut zu sehen im DAX, der kämpft hier wirklich hier um dieses Niveau hier, um die 17.800. Auch der Eurostox bleibt erstmal unterhalb der Nackenlinie von gestern, die 4,944. S&P bleibt offeriert, ja, und noch ein Blick an die Nasdaq, auch Nasdaq hier am Verlauf tief, ja. Der hat unten so um die 18.300, ja, nächste Marke.
So, hier zu der Frage, können Sie die Aussage unterstreichen, dass Gaps nach dem Kontraktswechsel in SQL zügig geschlossen werden? Jein. Wie gesagt, ich komme hier vom Bundhandel. Zügig, gut, das ist alles eine Definitionsfrage. Ja. Wir haben wirklich mal Statistiken eine Zeit lang, wirklich über Jahre Statistiken geführt, wie schnell solche Gaps geschlossen werden. Aber davon haben wir schon längst Abstand genommen. Also ich würde mich da jetzt nicht festnageln wollen, wann Gaps hier nach Kontraktwechsel geschlossen werden. Ja. Ich hoffe, dass das okay war, dass die Aussage trotzdem hier zufriedenstellt. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn Sie, Tobias, wenn du da Statistik führst oder so, ja, das, wie gesagt, wir haben uns das lange nicht mehr angeschaut. Ja. Also hier handelt einige Bund und den Bobble auch. Ja. Wir haben uns das lange nicht mehr angeschaut, wann werden hier die offenen Kürzungen geschlossen. Findet statt zu achten. Ja, die Frage ist, innerhalb welchen Zeitraums ja das. Aber du kannst mich gerne anschreiben, Tobias, wie gesagt, an service@trader-stock.de. Können wir uns gerne mal ein bisschen darüber unterhalten. Also, das ist sicherlich interessant, ja. Also so richtig überzeugend ist der DAX nach unten auch nicht hier. Eurostoxx kommt unten auch erstmal nicht weiter. Wie gesagt, dieser Bereich hier ist schon wichtig. Ja, ja, also wir sind hier erstmal. Also sehen, ich habe hier ein bisschen mal auseinandergezogen hier und mir mal hier den Footbild angeschaut, der Eurostoxx unten am Tief hier was hingestellt, ja, da scheint unten erstmal absorbiert zu werden, ja, kommt da unten erstmal nicht weiter, aber wie gesagt, der müsste dann hier im positiven Sinne erstmal den Rebreak schaffen über die 44, um mehr Upside zu sehen und DAX erneut hier 17.800, also nach unten bisher wird es wenig überzeugend, ja. Nein, es kann der Markt hier, ne, kann der DAX hier die 17.800 nach oben wieder rausnehmen und der Eurostoxx auch die 44.
Ja, wir sehen jetzt ein bisschen, jetzt haben wir ein neues Tief hier im Eurostoxx. Wir sehen auch die US-Indizes, S&P hier mit einem neuen Tief. Also der 5199, das müsste also das gestrige Hoch gewesen sein. Ja, also S&P hier, deswegen ist das Ganze auch hier in grün. Also grün horizontal sind Tagesextreme. Da ist der S&P jetzt dran, die 5199. Und die Nasdaq, die handelt bereits. Was ist denn das gestrige Hoch? Nee. Da ist noch mit dem Platz 292, ja. Sorry, muss relativieren. Da ist das gestrige Hoch 304. Da ist das gestrige Hoch in der Nasdaq. Also sowohl S&P als auch Nasdaq fast am gestrigen Tageshoch. Also auch hier entscheidende Marken, ja. Den DAX jetzt hier mit keinem neuen Tief, das war ja der Eurostoxx, der hier. Eurostoxx, der hier nach unten jetzt mit einem neuen Tief hier aufgewartet hat, ja. Und der Eurostoxx nach dem Bruch hier der Nackenlinien bleibt erstmal drunter, ja. Also hier bestätigt das Bruchniveau im Stoxx und macht hier unten auch ja, noch kein neues Tief, aber da ist ein bisschen auch verwirrt hier, ja. Lässt den DAX hier nicht über, der scheitert. Sie sehen es hier oben, kein Close. Also von daher ist es ein bestätigtes Short-Setup hier an der 17.800 im DAX. Also hier jetzt gut zu sehen, dass der Druck, gut, Sie sehen, der US-Markt kommt weiter zurück, S&P kommt weiter zurück, nähert sich hier unten
ist jetzt unterhalb des gestrigen Tagestiefs hier unten, die 91,96, wichtige Marke im S&P. Eurostoxx ist, ja, und DAX auch, die bleiben jetzt hier durch mit dem Bruch der 17.800 im DAX und der 4,344 im Eurostoxx im bestätigten Short-Setup. Im Eurostoxx ist auf der Unterseite der gestrige POC erstmal mögliches Kursziel, das ist die 4,933 und im DAX habe ich es erwähnt, die Nackenlinie hier im DAX, die 67,69. Also das sind Kursziele auf der Unterseite. In Bund passiert gar nichts, also der hat heute nicht geliefert. Ja, aber wer liefert, sind hier die US-Märkte. Sie sehen, jetzt ist der S&P dran, 5,196 hier und auch die Nasdaq. Okay, also hier kommt der Druck aus den US-Indizes. Schau gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt hier, genau, bringt jetzt auch den DAX weiter unter Druck. Also hier die US-Indizes. Von daher ein guter Beweis dafür, dass die um die Zeit schon wichtig sein können. Also sehen es die initiieren hier die Follow-up-Bewegung. Oh ja, okay, Sie sehen das jetzt hier im Kursrutsch hier im S&P. Das war jetzt ein bisschen mit Ansagen. Also jetzt waren wir ja quasi, haben es gesehen in dem Kursrutsch hier unten, rechts unten in dem Bild, wo der S&P, der testet hier dieses Unterstützungsniveau. Ich schaue auf die Uhr, wir haben 9.30 Uhr. Damit ja vielleicht ein kurzes Schlusswort. Also nochmal, wir hatten nochmal fest, im DAX, ich gehe nochmal ganz kurz durch, im DAX, der hat oben zwischen 7 und 8 hier oben an einem Horizontalniveau ein False Break gemacht, auch in der Stunde, dann grottenschlechte Kerze zwischen 8 und 9 mit dem Close und jetzt hier dieses Gap Close erstmal bei der 808 800, dass die Kurslücke geschlossen ging, oben nicht an das erste mögliche Kurs hier an die 828 und ist jetzt mit dem Bruch, mit dem bestätigten Bruch und unter die 17.800 im bestätigten, weiter in dem bestätigten Short Setup. Das zum DAX, kurz im Eurostoxx. Auch hier, Moment. Also kann ja natürlich der Ausspucker gewesen sein. Also Eurostoxx hier, wie gesagt, hier ist die gestrige Nackenlinie, die und der Umkehrformation, die 444, hier haben wir unten drunter geschlossen. Von da auch hier bestätigtes Short Setup, mögliches erstes Kursziel der POC von gestern, die 4.933. Und damit will ich mich verabschieden. Ich übergebe dann an dich, Wolfgang, für das Schlusswort. Ich danke hier für die Teilnahme. Sie sehen, der S&P unten hier scheint verteidigen zu wollen, in diesem Bereich 91,96, 5,191, 5,196. Damit das Wort an dich. Danke fürs Mitmachen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal von meiner Seite aus. Ja, Wango, Alex. Ja, Wango, Alex. Euch beiden vielen Dank für die Expertise. Ich denke oder ich weiß, wir hören uns wieder am 26.03. auch um 8.30 Uhr. Schon mal vormerken den Termin. Ansonsten wünsche ich allen einen schönen Tag und viele, viele erfolgreiche Trades. Dankeschön. Danke auch. Tschüss. Viel Erfolg weiterhin. Ja.